Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute möchte ich zusammen mit Katharina über das Thema Diabetes und Accessoires sprechen. Katharina, wie wichtig sind dir Accessoires beim Diabetes und was sind überhaupt Accessoires beim Diabetes? Uiuiui, bitte, was war denn das jetzt für eine unvorbereitete Einstiegsfrage? Ja, nee, finde ich schön, finde ich wichtig, finde ich gut. Blattschokolade. Es ist die Blattschokolade. Blattschokolade. Was sind Accessoires? Accessoires sind zum Beispiel solche Sticker, wie man von Pep Me Up bekommt, zum Beispiel bei uns im Kirchheim-Shop. Und mit dem Code BSL-Sticker bekommt man aktuell 10% auf die Pep Me Up-Bestellung im kirchheim-shop.de. Wunderbar, das passt auch perfekt zum Thema. Finde ich auch. Trägst du denn, also beklebst du deine Sensoren mit Sticker regelmäßig? Im Moment nicht, weil ich ja jetzt sehr lange die Guardian-Sensoren getragen habe. Und ich weiß nicht, gibt's dafür überhaupt Sticker? Nee, ne? Also keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich da keine getragen. Aber worüber ich mich sehr gefreut hatte, war, als ich den Test mit der 670G angefangen habe, dass ich endlich meine Pumpe mit einem Sticker von Steffi bekleben konnte. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass es für den Guardian von Medtronic Aufkleber gibt. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Design von dem Sensor. Ich glaube, der ist echt schwer zu bekleben. Ja, und auch durch die Fixierung und so, glaube ich, ist das alles schwierig. Ja. Aber warum machst du das? Oder wieso ist dir das manchmal, also wieso macht man das? Also ich finde, es hat verschiedene Gründe. Einmal, um das Ganze weniger medizinisch aussehen zu lassen, auch für andere. Auch wenn einem das egal sein sollte, pipapo, aber ich finde schon so. So gerade diese doch immer sehr ähnlich aussehenden Blutzuckermessgeräte und sowas finde ich schon schön, wenn man das irgendwie aufhübschen kann. Und die Sensoren sind in irgendeiner Form halt immer weiß und keine Ahnung. Aber ich finde auch, es hilft dabei, sich selber, keine Ahnung, ob motivieren das richtige Wort ist, aber sich selber so ein bisschen zu motivieren. Also, das Auge ist mit, ja. Ja, sehe ich aber tatsächlich genauso. Also ich bin halt auch einfach jemand, der hübsche Dinge hat, sage ich mal. Also das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn ich irgendwie rausgehe und ein Outfit trage, dann muss das bei mir schon von vorne bis hinten durchdacht sein. So. Und ich mag halt einfach Dinge, die zueinander passen und hübsch sind. Und wie du schon gesagt hast, dieses ganze Diabeteszeug, das sah früher halt immer so einheitlich aus. Man hat es halt auch sofort erkannt als Blutzuckermessgerät oder so. Und es war halt immer so medizinisch, klinisch, steril und langweilig irgendwie. Und deswegen finde ich auch, dass man das durch diese Sticker einfach ein bisschen hübscher machen kann. Und mich motiviert das tatsächlich auch. Also irgendwie sehe ich meinen Diabetes dann auch irgendwie in anderen Augen oder mit anderen Augen. Er ist halt einfach ein bisschen schöner und nicht mehr so langweilig und trist. Und ja, also mich motiviert das auch schon. Und erinnerst du dich an das allererste Diabetes-Accessoire, das du dir bewusst gekauft hast, also was nicht irgendwie deine Eltern für dich in der Kindheit oder ich weiß sowieso gar nicht, wann das alles so aufgekommen ist, dass das ein bisschen hübscher und individueller geworden ist. Aber weißt du, wann du gedacht hast, boah, jetzt kaufe ich mir das und das ist richtig cool? Ich glaube, das war irgendwann noch in der Schulzeit. Da habe ich mir immer mal wieder verschiedene Federmappen gekauft, die eigentlich für Stifte gedacht waren. Also so diese typischen Schlamper, wo man einfach die Sachen so reinpackt für die Schule. Und habe da einfach meinen ganzen Diabeteskrempel reingepackt, weil ich von Anfang an diese typischen Blutzuckermessgerättaschen gehasst habe. So, du hast die rausgeholt und jeder wusste sofort, was ist das für eine Tasche? Die sieht aber anders aus wie alle anderen Taschen hier. Und wenn man die halt in der Schule in so einer Schulschlampermappe hatte, dann hat das erstmal keinen interessiert. Und deswegen habe ich mir da relativ häufig auch
immer verschiedene gekauft und sie immer meiner aktuellen Phase angepasst. Also mal so ein bisschen rockig, mal so ein bisschen punkig. Und ja, finde es eigentlich ganz schön, diese Entwicklung, dass es mittlerweile wirklich auch so darauf spezialisierte Firmen und Unternehmen gibt und auch Einzelpersonen, die einen da so viele Möglichkeiten bieten. Absolut. Bei mir war das nämlich auch so, dass ich mir so Kosmetiktäschchen oder halt so Federmappen gekauft habe. Ich weiß, dass ich mich damit so richtig belohnt habe. Also es war so was ganz Besonderes für mich, mir da was zu kaufen. Und dann habe ich mir mal eine bei damals noch Davanda bestellt. Und dann, als ich dann von Pen zur Pumpentherapie gewechselt bin, habe ich mir dann noch extra quasi aus dem gleichen Stoff eine größere nachnähen lassen, um darin dann so Katheter und Infusionssets und so mitnehmen zu können. Aber da habe ich mich sehr cool gefühlt. Danach kamen dann aber bei mir tatsächlich auch schon die Sticker ins Spiel. Ich glaube auch. Meine erste Pumpe war ja der Omnipod. Und da gab es, und ich glaube, die gibt es auch nach wie vor noch, ich trage nur den Omnipod nicht mehr. Ich glaube, von Pump Sweet Cover oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir verlinken euch die ganzen Sachen, die wir heute erwähnen, auch natürlich unten nochmal im Text, damit ihr genau wisst, was wir meinen. Und das waren so Dinger, die konntest du auf dem Pod, auf den Omnipod draufklippen und die sahen halt irgendwie hübsch aus. Also ich hatte eins, das sah dann halt aus wie so ein Smartphone-Display und so. Und dann habe ich die Leute damit immer veräppelt, dass das ein totales Hightech-Gerät ist. Und das konntest du halt dann wieder vom Pod abnehmen und auf die nächsten auch wieder draufklippen und so. Das waren, glaube ich, die ersten Sachen, die ich mir damals gekauft habe. Und dann habe ich aber auch angefangen, und das fand ich wirklich ganz gut am Omnipod, dass man den dann halt auch selbst einfach mit Nagellack oder so auch anmalen konnte. Das habe ich auch immer vor Augen, genau. Also ich hatte den Omnipod nie, aber ich weiß, dass ich das ganz oft irgendwie auch bei Instagram und so gesehen habe, dass Leute da sich wirklich stundenlang rangesetzt haben und das gemacht haben. Und da habe ich dann gedacht, boah, das finde ich schön, habe ich gedacht. So habe ich das zu meiner noch Pen-Zeit halt mit Washi-Tape gemacht, dass ich meine Pens damit individualisiert habe. Und das hat damals dann irgendwie auch wirklich, immer wenn die dann frisch umwickelt waren, wirklich was so gemacht, dass ich die wieder viel lieber benutzt habe. Also ich hatte früher, ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, einen schlicht silbernen Pen und dazu kam dann fürs Basalinsulin so ein grüner, später dann mit Insulinwechsel und bla 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 war ich dann bei Rot und Blau, aber halt auch alles, ich finde die einzig richtig hübschen Pens sind die von, ist das Lilly, die so ein bisschen Pastellfarben sind. Ja, die finde ich auch total schön. Das sind die einzigen, die ich wirklich so ganz schön finde. Ja, und bei den anderen, die habe ich dann eben wirklich so mit Bastelskalpell an jede Rundung angepasst und damit dann umwickelt. Und das war dann auch schon schön. Und das habe ich auch damals bei einem Blutzuckermessgerät. Das war der Glucoman Ready. Ich war so ungefähr der einzige Mensch auf der Welt, der das benutzt hat, glaube ich. Aber ich habe es geliebt. Und das konnte man auch ganz gut mit Washi-Tape umwickeln. Das war auch ganz schön. Das waren so die Dinge, die irgendwie den Anfang dafür gemacht haben, bei mir auf jeden Fall. Und was sind heute so die Dinge, die du im Alltag, die wahrscheinlich auch irgendwie normal sind, inzwischen im Alltag zu haben, die aber eigentlich doch besonders sind? Tatsächlich, das ist neulich meiner Mutter auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe so einen grünen Army Parker und da habe ich mein Leben lang schon immer vorne halt den mit Buttons voll gepinnt von Bands und politischen Meinungsrichtungen und solchen Sachen, irgendwelche Statements, Button und so. Die habe ich mittlerweile alle ersetzt. Also ich habe da keine Bands und keine politischen Statements mehr drauf, sondern es sind tatsächlich mittlerweile alles Diabetes-Buttons. So von Organisationen oder auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die gibt es, glaube ich, auch von Steffi von Pep Me Up, diese kleinen Pumpen und so, wo dann Good Job draufsteht. Die habe ich mittlerweile vorne aller meinem Parker dran, den ich auch wirklich in der kalten Jahreszeit, also so von Herbst bis Frühling, durchgehend trage. Immer dran.
Und meiner Mutter ist erst neulich mal aufgefallen, dass das ja alles mit Diabetes zu tun hat. Hm. Ich glaube, das ist nochmal so eine Sache, die ist sehr unterschwellig. Also weil es halt wirklich, rein theoretisch bräuchte ich diese Dinger ja nicht. Wie meine Pumpe oder mein Blutzuckermessgerät, die ich ja wirklich brauche, bräuchte ich diese Buttons nicht und müsste sie auch nicht so offensichtlich tragen. Aber ich trage sie tatsächlich total gerne. Ja. Hast du sowas auch? Ich habe auch so Pins auf jeden Fall. Die kommen bei mir aber eher in der Jeansjacken-Jahreszeit zum Einsatz, also jetzt so langsam beginnend. Die habe ich da auch mit dran, finde ich auch ganz cool. Mein erster Gedanke ging aber auf jeden Fall an das Hit-in-Bodyband, weil da, als wir über die Schlafsache-Situation geredet haben, hat mir das sogar auch jemand empfohlen, was ich ganz süß fand, weil ich ja einfach, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren diese Dinger trage. Und das war auch in dem Moment, wo ich meine Pumpe genehmigt bekommen habe. Ich hatte ja eine ewig lange Probezeit und das war ja alles irgendwie doof. Aber dem Moment, wo ich wusste, ich darf die behalten, habe ich mir ernsthaft sofort bei Hit-In mein erstes Bodyband bestellt, weil ich das einfach total schön finde, total praktisch. Ich liebe das und ich habe davon inzwischen, ich glaube, 4 Stück und die habe ich doch auch mal eins zum Testen geschenkt, ne? Mhm. Und ich bin totaler Fan und durch diese Individualisierbarkeit, aber auch einfach die Sachen, die man da kaufen kann. Das klingt jetzt ganz doll wie Werbung, aber wir kriegen dafür nichts und auch Sonstiges. Ich lieb's einfach nur wirklich. Ist das so, das ist für mich so richtig, das kann ich als vollwertige Unterwäsche zählen. Also im Sinne von, es hat nichts mit Unterwäsche zu tun, aber es gehört so zu meinem, ich ziehe meinen Schlüpper an, ich ziehe ein BH an und ich ziehe dieses Band an. Stimmt, ja. An das habe ich eben gerade gar nicht gedacht. Auch sowas war tatsächlich bei mir das Erste, als ich dann den Omnipod hatte und ich dann zum Sport wollte, habe ich mich gefragt, wo packe ich denn jetzt den ganzen Krempel hin mit dieser Fernbedienung und allem. Und da habe ich mir auch so einen Sportgürtel gekauft von Telegear oder so. Der war aber sehr riesig und hat dann mich tatsächlich beim Sport eher gestört, was vielleicht auch einfach daran lag, dass die Fernbedienung vom Omnipod auch einfach riesig ist und so. Und hab dann später, als ich dann zur Schlauchpumpe gewechselt bin, auch die Bänder von Medtronic ausprobiert, die man sich ja auch wirklich verschreiben lassen kann, die es so dazu gibt. Die habe ich ausprobiert und von denen war ich unheimlich enttäuscht, weil die bei mir alle nicht gehalten haben. Also ich hatte so ein Band für den Oberschenkel. Oh ja, und das hat dann das einfach null gehalten. Ja. Und deswegen war ich richtig skeptisch, was diese Bänder anging. Und dann hast du mir das zum Testen gegeben, weil du so begeistert warst. Und tatsächlich ist es seitdem auch in meiner täglichen Tasche mit drin, weil ich nie weiß, wann ich es doch mal brauche. Ja. Und ich habe mir jetzt neue Hosen gekauft, weil ich aus all meinen Hosen rausgewachsen bin und habe festgestellt, dass mal wieder keine Hosentasche hat. Richtig. Ja. Nur so Fake-Taschen. Ja. Warum macht man das überhaupt? Naja, egal. Und seitdem benutze ich es auch wieder täglich. Ja. Und du hast doch auch mal so eine Unterhosen gehabt, hast sie immer noch. Ich habe das nie ausprobiert. Kannst du dazu irgendwie auch was sagen? Genau daran musste ich auch als nächstes denken. Von Ruby Limes sind die ich habe, glaube ich. Und die finde ich total schön, weil sie einfach, also wenn die jetzt so in meiner Unterwäschenschublade liegen, kann ich die erstmal nicht auseinanderhalten, weil sie total zu meinem Unterwäschestil passen. Meine ganzen anderen Unterhosen sehen auch so aus. Schwarz mit ein bisschen Spitze und so, richtig süß und richtig schön. Und da muss ich dann immer genauer hingucken, welches sind denn jetzt die Diabetes-Unterhosen quasi. Und da sind vorne 2 Taschen tatsächlich drin. Einmal für eine etwas kleinere Pumpe und auch für die etwas größere Medtronic-Pumpe zum Beispiel. Ja. Ich war erst sehr skeptisch, weil ich auch so schlechte Erfahrungen mit diesen Bändern gemacht habe, dass das immer irgendwie unpraktisch war und gestört hat und locker, und war dann aber auch davon sehr begeistert, weil ich die Pumpe da reingesteckt habe und sie nach 5 Minuten irgendwie vergessen habe, dass sie da ist. Also ich habe sie wirklich nicht mehr gemerkt. Besonders nachts hat mich das erstaunt. Also ich habe sogar auf dem Bauch geschlafen. Ich bin so ein Bauchschläfer. Mhm. Und ich dachte, natürlich merke ich die Pumpe, wenn die in der Unterhose drin steckt, aber die liegt quasi genauso zwischen dem Bein und dem Bauch,
dass ich die nicht gemerkt habe. Und da war ich sehr begeistert. Was ich dann nur doch im Alltag gemerkt habe, wenn man ein Kleid trägt und dann diese Unterhose benutzt, um die Pumpe da drin zu tragen. Und man muss an die Pumpe ran, weil man zum Beispiel die 640G trägt und man möchte mal seinen CGM-Wert auf der Pumpe abchecken, dann muss man natürlich immer in die Unterhose reingreifen. Und bei einer Hose geht das manchmal, da kommt man ja so von oben ran, aber bei einem Rock oder bei einem Kleid, wenn du dann da von unten ran musst, das ist schon seltsam. Ja, das verstehe ich. Aber da ist das ja tatsächlich auch also wenn man jetzt vom Kleid ausgeht, ist es da auch nicht viel besser, wenn das Ding irgendwie am oder im BH sitzt oder man halt ein Bodyband hat. Das Kleid ist da irgendwie, ich glaube, die Erfahrung haben die meisten Menschen, die Kleider und Röcke tragen, irgendwann gemacht, dass sie auf einmal dachten, oh, das ist jetzt gar nicht so praktisch, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Absolut. Also ich habe auch das Hit-In-Bodyband dann mal am Oberschenkel ausprobiert. Fand ich beim Kleid jetzt aber auch nicht so mega praktisch. Also da fand ich es dann tatsächlich praktischer, die Pumpe irgendwie an den BH zu stecken oder eben das Bodyband einfach so direkt unterm BH zu tragen. Ja, man kann natürlich auch, also wenn wir noch mal kurz zu diesen Sachen zurückkommen, die die Hersteller direkt mit anbieten, die man sich auch verschreiben lassen kann. Sowas gibt's ja dann zum Beispiel bei Dia Expert und im Dia Shop und manchmal direkt bei den Herstellern, ne? Mhm. Da gibt's natürlich dann auch so Clips, die sind meistens ja sogar mit dabei, glaube ich, in der Erstausstattung oder wie man das nennt. Es gibt ja ganz viele Leute, die tatsächlich auch die einfach nutzen und sich das dann an Gürtel klemmen oder an den Ausschnitt vom T-Shirt oder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also man ist ja nicht gezwungen, das irgendwo zu verstecken, so. Ja, absolut. Was mir noch, also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, das ist dabei halt auch, also ich finde, es gibt diese verschiedenen Gründe für diese Accessoires und das ist das, glaube ich, auch, worauf du mit am Anfang mit deiner Frage hinaus wolltest, als mein Gehirn das nicht sortiert bekommen hat. Es gibt halt einmal das, um das für sich selber zu verschönern und für sich selber attraktiver, ich sag mal, in der Benutzung zu machen. Dann einfach, dass es nicht so medizinisch, auch nach außen nicht so medizinisch wirkt, dass nicht jeder Mensch, der mit sowas nicht umgehen kann, gleich zurückzuckt, weil er denkt, oh, was ist das? Und dann, finde ich, gibt es aber auch noch den Punkt, damit aufmerksam zu machen auf diese Krankheit und darauf, dass man das hat, ja, damit irgendwie zu sensibilisieren. Und da fallen mir dann eben zum Beispiel auch so T-Shirts ein, wie sie ja auch bei uns im Kirchheim-Shop von der Blood Sugar Lounge verfügbar sind. Ich bin da ja nach wie vor großer Fan von. Ich finde, die sind sehr schön geworden. Hast du irgendwie noch andere T-Shirts? Solche, es gibt doch so ein T-Shirt, das hat gefühlt die ganze Welt. Weißt du, welches ich meine? Ich habe eins, da steht drauf, powered by Insulin. Ah, vielleicht meine ich das. Vielleicht, aber es gibt tatsächlich mittlerweile ja so viele T-Shirts auch. Ich trage das gerne mal, jetzt nicht so mega häufig, aber so ab und zu schon. Ich bin dann auch eher der Typ, der da irgendwie was Witziges mitmachen möchte. Also ich will da nicht da einfach nur so Statement Diabetes oder so, sondern ich finde es dann immer ganz schön, wenn man das halt irgendwie so ein bisschen mit Humor oder Witz untermauern kann. Deswegen habe ich noch eins von My Sugar, wo drauf steht, Beta Cells are so mainstream, glaube ich. Oh. Weil das hat mir damals der Spruch, den fand ich ganz cool, ja. Ja, ja. Diese T-Shirts gibt es und dann anders, also nochmal ein anderer Grund, sowas zu tragen, sind ja zum Beispiel so Armbänder, Notfallarmbänder und so, die tatsächlich eher als medizinisches Accessoire gelten, würde ich sagen. Also die sind ja nicht unbedingt für die Optik, aber auch die gibt's ja inzwischen in ganz hübsch. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Hast du sowas? Ich besitze, ich glaube,
2 oder so. Habe die vor ein paar Jahren auch ab und zu mal getragen, besonders beim Sport. Also wenn ich zum Beispiel draußen laufen gegangen bin oder irgendwie alleine auf einem Festival war. Aber gab ja auch immer viel Diskussion, ob das überhaupt was bringt und ob man die überhaupt tragen sollte oder nicht und so. Und ich bin dann irgendwie doch so ein bisschen davon abgekommen, dass ich sie nicht mehr trage. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wie stehst du zu so richtigen Diabetestaschen? Also nicht wir zweckentfremden ein Federmäppchen und auch nicht diese komischen schwarzen Dinger, in denen das geliefert wird, sondern eben zum Beispiel solche Kombi-Cases von My Sugar Case oder Myabetic oder irgendwie sowas. Also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, aber eigentlich liebe ich sie. Also ich habe mehrere und viele und verschiedene und ich habe auch viele, viele ausprobiert. Meine erste war auch eine selbstgenähte. Also das war auch eine Einzelperson, die damals anfing, halt so Diabetestaschen zu nähen und dann konnte man ihr halt schreiben, welche Pumpe man benutzt und welches Blutzuckermessgerät und so. Und dann hat sie das alles genauso angefertigt und man konnte sich den Stoff aussuchen und so. Das habe ich gemacht und die Tasche war dann auch wirklich, wirklich gut, weil es wirklich alles reingepasst hat, so wie ich das haben wollte und alles genau darauf abgestimmt war. Mir hat dann halt irgendwann das Design einfach nicht mehr gefallen. Da bin ich quasi einfach rausgewachsen. Ja. Yeah. Dann finde ich diese Taschen, zum Beispiel von My Sugar oder auch Myabetic, ich glaube, Pick-A-Dreef gibt's noch. Und ach, es gibt mittlerweile ja so viele. Die finde ich wirklich hübsch. Und ich gucke mir die total gerne an. Und manchmal verfalle ich dann auch so ein bisschen in so einen Shopping-Wahn und denke mir, ach, aber die ist aber noch hübsch. Die könnte man ja auch noch mal nehmen, so. Und dann benutze ich die auch eine Zeit lang. Und meistens verfalle ich dann aber irgendwann, nach Monaten oder auch Jahren, doch wieder erstmal in den Schlamper zurück. Weil mir, also es kommt natürlich auch auf den Anlass an. My Sugar Case zum Beispiel finde ich total gut zum Feiern gehen. Also da nehme ich die immer. Mhm. Die nehme ich mittlerweile auch nicht nur für meinen Diabeteskrempel, sondern wenn ich feiern gehe, tanzen gehe, dann habe ich immer nur My Sugar Case Umhängetasche tatsächlich dabei. Und ich wurde auch schon von Freundinnen gefragt, so, oh, die hat die perfekte Größe zum Feiern gehen, die ist ja toll und so. Und dann habe ich die auch schon mal ausgeliehen. Man kann ja dieses Inlay rausnehmen und dann ist es eine normale Handtasche oder so eine Klatsch halt. Ja, ja. Da habe ich die schon total oft ausgeliehen, weil die halt auch einfach so schick sind. Ja, ja, bin ich nämlich auch Fan von. Was ich noch überlegt habe, so Sticker nicht für die Sensoren und so, sondern, keine Ahnung, was man sich auf den Laptop klebt oder wie auch immer. Hast du sowas? Ja, da habe ich vorhin, als ich von den Buttons geredet habe, auch dran gedacht. Ich war ganz, ganz lange kein Fan davon, meinen Computer zu bekleben, weil ich immer Angst hatte, dass mir das dann irgendwann nicht mehr gefällt und dann kriege ich es nicht mehr ab und dann sieht er hässlich aus und so. Da war ich so ein bisschen schissrig. Aber ich glaube, vor 2 Jahren habe ich dann doch damit angefangen und mittlerweile habe ich auf meinem Laptop, wenn ich gerade mal gucke, 6 Aufkleber und die haben alle mit Diabetes zu tun. Und ich liebe sie, nach wie vor. Packst du davon vielleicht ein Foto mit in den Beitrag dann, damit wir alle deinen Laptop einmal sehen können? Ach, das kann ich sehr gerne tun. Oh, das fände ich schön. Und ich denke sowieso in dem Textbeitrag zu dieser Episode listen wir einfach sowieso die Dinger, die Shops, die Marken nochmal auf, die wir genannt haben und auch, was uns irgendwie vielleicht später nochmal einfällt, irgendwie unsere persönlichen Top 5 oder so, weiß ich nicht, wie du zu sowas stehen würdest, wobei die sich im Zweifel wahrscheinlich auch doppeln und ja, dass wir irgendwie einmal so, hier kriegt ihr Sticker, hier kriegt ihr Klamotten, hier kriegt ihr Taschen, dass wir das irgendwie nochmal sammeln, weil ich finde, es gibt immer noch so Dinge, die sind irgendwie an einem vorbeigegangen und dann freue ich mich auch immer selber, wenn man sowas nochmal entdeckt. Absolut. Und es gibt ja mittlerweile wirklich so viele. Also wenn wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, boah, das ist aber noch total cool, das habt ihr gar nicht erwähnt oder gar nicht im Beitrag mit drin, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, wovon ich auch noch Fan bin, was ich aber noch nie ausprobiert habe, was ich aber machen möchte, ist diese, ja, wie nennt man denn das?
Pflaster, nicht Sticker, um den Sensor zu verschönern, sondern um ihn in erster Linie zu befestigen. Aber auch die gibt's ja in schön, so Tapes nämlich. Mhm. Und da habe ich so eins oder so ein Stil, den ich immer wieder im Internet sehe, da habe ich nur gerade überhaupt gar keine Ahnung, wo man das bekommt. Das suche ich nochmal raus. Sowas finde ich auch total cool. Und da bin ich auch erst relativ spät drüber gestolpert, dass es sowas gibt. Das mag ich nämlich auch gern. Und so allgemein zum Thema Accessoires, um nochmal nicht nur die Sachen aufzuzählen und vermeintlich Werbung zu machen, finde ich einfach, dass das was total Hilfreiches ist. Also ich finde, es hilft einem, diese Erkrankung anders anzunehmen und sich damit anders zu identifizieren. Absolut. Also ich habe tatsächlich schon einige oder ich würde sogar sagen viele Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, dass sie diese Sachen total schön finden und gut finden und dass sie ihre Pumpe mittlerweile mit Stolz tragen. Also ich finde Stolz halt immer ein schwieriges Wort, weil im Prinzip haben wir ja keine Wahl. Aber ja. Ich finde es schön, wenn Leute das tatsächlich so benutzen und weil es ist ja einfach ein positives Wort in dem Sinne. Ja. Und ein positives Gefühl auch. Und ich finde das total schön, wenn mir dann Leute schreiben, ja, früher hab ich meine Pumpe immer versteckt und wollte das gar nicht akzeptieren. Und heute trage ich die mit Stolz nach draußen. So, das freut mich dann immer einfach total. Ja, finde ich auch. Das ist schön. Sowas ist schön. Und sowieso, ich finde es auch so cool, dass meistens entstehen solche Marken und solche Shops ja einfach von Menschen selber, die Diabetes haben. Und dass die, so wie wir, unseren Job ja irgendwie durch und über den Diabetes gefunden haben, weil wir darüber schreiben, darüber sprechen, wie auch immer, gibt's eben auch so andere Möglichkeiten, die der Diabetes dann auf einmal eröffnet. Also vielleicht hätten diese Menschen sonst auch einfach Sticker gemacht, was weiß ich, für Handys oder so. Das weiß niemand, wie sich das alles im Leben entwickelt bei jedem Einzelnen. Aber manchmal ist es eben doch so, dass man dadurch auf einmal irgendwie so eine kleine Chance hat. Also, ne, du weißt, ich bin auch nicht. Wenn ich diese Krankheit wegwischen könnte, würde ich sofort tun. Aber trotzdem finde ich es manchmal spannend, was sich aus einer Krankheit, die per se erstmal ja etwas Negatives ist, für Sachen ergeben können. Ja, auch, dass Leute da so eine Art Leidenschaft einfach drin finden und etwas, was ihnen Spaß macht und genau, sich ausleben können. Also ich finde gerade bei Steffi zum Beispiel, bei Pep Me Up, merkt man das immer total toll, wie viel Liebe sie da auch einfach reinsteckt. Und da muss man sich dann einfach mitfreuen. Also, ja, genau. Ja, und das finde ich total toll. Deswegen vielleicht auch, wenn Leute irgendwie nicht nur... Wenn wir irgendwie einen größeren Shop vergessen haben, sondern wenn irgendjemand sagt, hey, ich mache das in sehr kleinem Kreis oder so, sagt uns gerne Bescheid. Wir können das vielleicht auch irgendwie ein bisschen featuren und unterstützen und uns mal angucken und auf jeden Fall sonst mal bei uns, wenn diese Episode rauskommt, in den Stories teilen oder so, denke ich. Ja, absolut. Also ich bin immer dafür, wenn man gerade auch die Kleinen noch mal so ein bisschen featuren kann, weil es gibt so viele kreative Köpfe da draußen, die so tolle Dinge tun. Ja. Ja. Ah, 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 ah. Cool. Ich finde, das war ein schönes Gespräch, Lisa. Vielen Dank. Ja, es war sehr motivierend und schön. Schön ist heute ein schönes... Boah. Schön, schön. Ich möchte mir jetzt irgendwie viele schöne Sticker kaufen und alles damit vollkleben und ja. Eine Frage zum Abschluss. Oh ja. Trägst du gerade einen Sticker auf deinem Sensor? Also auf der Pumpe. Die 670G, die hat ja gleich einfach an... Nee, das ist nicht richtig. Aber sehr kurz, nachdem ich sie bekommen habe, habe ich einen Sticker von Steffi da rumwickeln können und habe mich sehr gefreut. Aber für den Sensor, den ich jetzt gerade trage, habe ich keinen Sticker. Ich habe tatsächlich, wir sind schon so kleine Fangirls, ich habe gerade auch einen Aufkleber von Pep Me Up auf meinem Dexcom. Ja. Die sind auch einfach so schön. Also das sind so Designs, mit denen ich mich auch so identifizieren kann. Das mag ich. Genau das wollte ich nämlich auch noch sagen, warum ich es so gut finde, dass es so viele verschiedene Anbieter gibt. Weil
jeder hat auch irgendwie so seinen Stil. Der eine sagt dem anderen mehr zu und der andere mag das lieber. Und deswegen finde ich es halt toll, dass man so viel Auswahlmöglichkeiten hat. Und auch um nochmal, wow, wir haben sehr viele Schlussworte gerade. Ja. Was wir so noch gar nicht besprochen haben, natürlich auch, wie cool das für Kinder ist. Also ja. Das ist ja irgendwie nochmal eigentlich ein extra Thema, was man machen kann, um den Kindern das irgendwie erträglicher in allen Hinsichten zu machen. Da ist es natürlich auch total cool, wenn die, keine Ahnung, sich ein Pferdesticker darauf hauen können oder irgendwie sowas. Und auch da gibt's bei Hit-In extra so ganz süße, süße Taschen. Die haben dann Öhrchen und so. Da denke ich immer, bin ich mit 29 ja. wirklich zu alt dafür? Naja, aber das ist was anderes. Ja, so für Kinder ist das natürlich eigentlich nochmal, finde ich, doppelt so wichtig als für uns, die das einfach zu ihrer eigenen Bespaßung machen. Ja, so. Das ist tatsächlich noch ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Ja. Aber da könnte man tatsächlich noch eine eigene Folge draus machen. Es gibt ja auch Kuscheltiere und so, die dann noch Dinge können. Ach, das führt jetzt zu weit. Ja. Wir müssen fertig sein. Sind wir fertig? Sind wir, glaube ich, fertig. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön. Tschüssi. Tschüss.